Ja, wie sieht's aus mit Heiraten? Kinder? Die Leute haben hier alle eine Nanny. Ist wirklich kein Scherz, Leute. Die Reichsmenschen von Mexiko. Ich war in dem Haus. Dann denkst du, okay, es gibt voll viele, die jünger sind als du. Und daran merkst du dann, dass du alt bist. So. Stimmt. Heute mache ich zweimal 130 Kilo Kreuzheben. Bin erstmal 3 Wochen aus dem Leben gefickt. Ich will das auch nicht alleine. Ich würde lieber auf Toilette gehen verzichten, als auf Training zu verzichten. Das Schlimmste ist, wenn du dir was vornimmst, ein Ziel, und du machst es nicht. Wenn ihr hier irgendwas schreibt, mich juckt das gar nicht. Ich bin echt glücklich. Weil ich denke mir immer, wenn Leute so komische Sachen machen oder es auch böse meinen, ich denke immer, es tut mir so leid, ich wünsche dir echt das Beste, dass du dieses Gefühl nicht mehr in dir trägst. Und jeder würde das hier bestätigen. Ja, wir wissen, es ist ungesund. Aber wir essen es trotzdem, weil es egal. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Und ich wie sieht's aus mit heiraten? Ja, wie sieht's aus mit heiraten? Heiraten? Ich? Oh Gott. Keine Ahnung, also wenn mal der perfekte Mann kommt, dann vielleicht habe ich ja dann das Gefühl, dass ich wirklich heiraten möchte. Aber ich habe das Gefühl noch nie gehabt, deswegen kann ich es nicht sagen. Also ich finde immer, man kann nichts sagen, was man nicht selber schon in der Situation war. Weißt du, wie ich meine? Kinder? Kinder ist genauso ein Ding, weil ich denke mir jetzt auch, ich bin 35 Jahre alt. Ja, Digga. Und irgendwie rein da in die Masse. Ja, aber ich will das auch nicht alleine. Also ich bin jetzt nicht... Ja, klar. Weißt du, nee, aber das geht auch gar nicht. Ja, aber es gibt ja Frauen. Ich will das auch nicht alleine. Ja, aber es gibt ja Frauen. Nein, du meinst sagen, erziehen und so, ne? Ja, also das Ding ist, Kinder ist bestimmt richtig, richtig cool, aber es sollte mit einem Partner im besten Fall auch passieren. Ich bin jetzt nicht die sagt, okay, ich habe jetzt keinen Partner, ich suche mir jetzt einen Mann, der mich schwängert und dann habe ich mein Kind alleine. Das ist jetzt nicht so, dass ich das möchte, das möchte ich nicht. Aber wenn ich jetzt einen Partner treffen würde noch irgendwie in den nächsten Jahren, keine Ahnung, ob das passiert, aber dann könnte ich mir sagen, okay, wenn das passt so, wenn ich denke, das ist eine coole Person, der wirklich mein Kind großziehen könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es, glaube ich, ja, vielleicht noch möglich wäre oder schön wäre auch, weißt du? Also wenn man, aber das muss halt alles passen. Es muss wirklich, ich finde, weil viele haben ja auch mit jemandem ein Kind und dann reden die irgendwann schlecht übereinander und das passt gar nicht mehr von der Einstellung, Lebenseinstellung und dann mit der Erziehung und so. Ich finde das voll wichtig, weil das Kind wird halt von den Eltern ja komplett beeinflusst, ja, und gebrainwashed halt. Voll. Also ja, nee, ist so, hast recht. Und ich finde, sehe ich genauso. Deswegen muss das komplett passen. Für mich, bevor ich ein Kind habe, es muss passen. Und da überlege ich auch vorher dann. Weißt ja, du, wie ich meine? Ja, finde ich auch gut so. Ja. Finde ich auch gut so. So unfallmäßig. Ich bin da ein bisschen anders eingestellt und das ist auch nicht vielleicht nicht so optimal so. Hm. Weißt du? Ich bin so, keine Ahnung. Wenn ich eine Frau kennenlerne, wo ich das Gefühl habe, und da bin ich jetzt offen und ehrlich, habe ich auch so noch nie gesagt, wenn ich eine Frau kennenlerne, wo ich das Gefühl habe, sie ist eine gute Mutter, sie ist ein guter Mensch und ich weiß ganz genau, egal ob ich da bin oder nicht, die wird für immer ein guter Mensch bleiben. Und mein Gefühl sagt mir das. Dann würde ich mit dieser Frau ein Kind zeugen, weißt du? Ja. So. Verstehe ich, was du meinst. Das ist aber vielleicht ein bisschen zu wenig so. Weißt du, ich meine, da sollte eigentlich noch mehr dazu gehören so. Ich muss mir auch vorstellen können, mit dieser Frau für immer zusammen zu sein, etc. pp. So. Wäre halt cool. Oder manche denken halt so, manche so. Man das ist auch ein bisschen so Veranlagung, glaube ich. Weißt du, so vielleicht auch Erziehung oder so. I don't know. Man weiß halt nie, was passiert. Bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, wo ich ja 14 war, haben die sich getrennt, aber die sind wie beste Freunde, meine Eltern. Ja, weißt so du, bin ich auch mit den Frauen, cool, die ich richtig geliebt habe in meinem Leben, so, die, mit denen telefoniere ich heute noch. Ich bin auch gut mit jedem, weil ich finde das auch wichtig. Man hat sich doch mal geliebt. Warum soll man... Und das finde ich auch und wichtig. Und die Connection war so deep, so, ja, weißt du, wie ich meine? Nur weil der eine vielleicht mit der anderen nicht mehr will, kann man nicht sagen, das ist, ist eine scheiß Person oder so. Ich finde das katastrophal, wenn manche Leute so sind. Ich finde das schade eigentlich, traurig. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Ne? Ja. Jetzt schreibt einer, Leon, du wärst ein fresher Lehrer, for real. Digga. Würdet ihr ein Kind adoptieren wollen? Das ist auch eine gute Frage mit der Adoption. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also ich will, ich will auf jeden Fall eigene Kinder haben. Eigene, ne? So, aber ich schließe nicht aus, dann trotzdem noch zu adoptieren. Ja. So einfach, um Menschen zu helfen. So. Ja. Weißt du? Ja, wenn man auch das nötige Kleingeld hat, finde ich, kann man auch viele Kinder haben. Ja. Ne, ich habe jetzt zum Beispiel Mexiko, das ist ganz üblich, kann ich auch mal ganz kurz sagen, die Leute haben hier alle eine Nanny. Also das heißt, ich war letztens mal bei Leuten, die haben richtig viel Geld. Also es sind die reichsten Menschen von, ist wirklich kein Scherz, Leute, die reichsten Menschen von Mexiko. Ich war in dem Haus, ich hatte noch nicht mal eine Insta-Story machen dürfen. Reichsten Menschen, reichsten würde ich jetzt nicht sagen, okay, aber ja. Die haben, also es ist richtig krass, ich durfte noch nicht mal. Money. Ja, ich durfte keine Insta-Story machen, nichts, ist alles top secret bei denen. Und ich kenne halt den Hintergrund. Ist auch egal, die haben viel Geld, ja, haben Angestellte, 1000 Stück, die machen halt alles im Haus. Haben ein Riesenhaus mit 1000 Etagen. Und sowas habe ich in meinem Leben auch noch nie gesehen irgendwo, ne? Und die haben dann Nannies und die kümmern sich dann drum und die geben dem Kind auch Essen. Und wenn du dann 5 Kinder hast und da sind noch Nannies und helfen dir,
dann hast du auch noch ein Leben, Alter. Du kannst auch noch leben, weißt du, wie ich meine? Weil da noch Hilfe ist und trotzdem bist du entspannt, weil du bist eine entspannte Mutter oder entspannte Eltern. Und das finde ich dann auch cool, muss ich echt sagen. Ja, aber viele schieben ihre Kinder dann so ab, mäßig so. Weißt du, ich meine so, die sind dann, also die Nanny ist mehr Mutter als Mutter, so, als die Mutter. Die Mutter geht dann jedes Wochenende feiern und macht dies, das, weißt du? So also Beispiel jetzt, gibt's auch. Okay, vielleicht. Und gerade in den ersten Jahren finde ich schon, dass die Mutter eigentlich nur da sein sollte, als Bezugsperson für das Kind. So. Ja, ich meinte jetzt nur mal, also was so hier in Mexiko so läuft, wenn die Leute Geld haben und viele Kinder haben, dass sie oft dann Leute haben. Ja, okay, helfen, aber das macht auch Sinn. Mhm. Ne? So. Also wenn man sich das irgendwie leisten kann, so. Aber ich will schon, dass meine Frau da Bock drauf hat auch. Ja, klar. Ich will eine Frau haben, die Bock drauf hat, auch wenn es 5 Kinder sind. Weißt ja, na klar, es wäre auch irgendwie komisch, wenn die Frau sagt, ach ja, ich habe jetzt ein Kind, aber ich habe gar keine Lust. Ja, viele wissen das vorher gar nicht. Die kriegen dann Kinder und dann merken die, dass sie keinen Bock haben. Ist aber, verstehst du? Ja, und dann leidet das Kind darunter, weil es zu wenig Liebe kriegt und so. I don't like that. Muss man sich vorher gut überlegen auch. Einer hat gerade irgendwas von biologische Uhr gefaselt. Ja, ich bin 35 jetzt, ne? Aber was soll ich machen? Soll ich mich jetzt abstressen und jetzt schnell suchen gehen? Ich gehe nicht raus und suche mir jetzt einen, weißt du, wie ich meine? Such mir jetzt jemand, der mir ein Kind macht. Entweder passiert das und es soll so sein oder es passiert nicht und dann ist es auch okay. So, weißt du? Also ich kann da jetzt nicht jemanden suchen gehen und casten oder so. Weißt du, ich caste mir jetzt Hier eine rote Couch. Ich caste mir jetzt meinen Vater. Ein kurzes Casting durchziehen an der Stelle. Ich caste meinen Vater vor allen Dingen. Der Vater der Kinder meine ich, weißt du, wie ich meine? Nanny it out, man. Morgen ist der Lovelock-Vater. Leon denkt sich, ich bin doch da. Carsten, oh bester Mann. Was ist Carsten, Dicker? Ja, das ist echt Bruder, gut. Sie ist voll hübsch, King Kong. Süß. Sie definiert dich hübsch. Ah, danke schön, dass sie liebt zu lesen, auf jeden Fall. Ich sehe heftig jung aus, echt? Danke. Ich habe das schon öfters übrigens gehört, dass ich jünger aussehe als 35. Ich glaube, das ist meine Art und Weise so ein bisschen. Ja, ich glaube nicht, dass du... Sieht sie älter aus als ich? Nee, ne? Ah, glaube ich 32? Nicht. 31. Ach, 31. Und mich schätzen die meisten als 18. Niemals. Ja. Nee, aber mich schätzen die schon jünger. 27. So 26, 27, so. 27, 28 würde ich sagen. Ja? Ja. Ich freue mich dann immer. Seitdem ich 30 geworden bin, freue ich mich, wenn Leute mich jünger schätzen. Hm. Ja. Vorher hat es mich gar nicht gejuckt. Ja, ich auch. Über 30 ist halt so ein bisschen anders. Ich gehe auf ist die komisch 40 so, zu, Alter. Ist komisch, ne? Ja. Also glaub, 30 verändert was so. Ich habe das nie gedacht vorher. Nie. Ja, so, alle haben immer gesagt, ja, wenn du 30 wirst, glaub mir, Bro, da verändert sich was und so. Dann bin ich 30 geworden und dann habe ich gemerkt, so krass. Einfach so in derselben Nacht schon habe ich schon so krass 30. Ich glaube, es liegt auch an der Zahl, weil du halt, keine Ahnung, 3-0, dann denkst du, okay, es gibt voll viele, die jünger sind als du und daran merkst du dann, dass du alt bist. So. Stimmt. Als ich dann so voll viele 18, 19, 20-Jährige kennengelernt habe, so, die auch voll am Start und dann denke ich so, okay, krass, scheiße, Bro. Ja, you're fucking old, Alter. Aber das Krasse ist, muss ich auch mal sagen, das habe ich früher nie gedacht, unter 20, wenn jetzt jemand unter 20 ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit über 30 immer noch so jung fühle, wie mit Anfang 20. Doch, also das wusste ich. Echt? Ich wusste, dass ich mit, bei 18 stehen bleibe. Ach Quatsch. Mhm. Ich bin immer noch so. Ich bin 22 forever oder 21. Okay, man hat sich schon so ein bisschen Erfahrungen hat man gesammelt und so, aber ich... 18 im Herzen. Ich fühle mich auch mega jung und fresh noch. So wirklich, auch mein Körper, ne? Ich habe jetzt keine Altersbeschwerden jetzt, dass ich sage, oh, seitdem ich 30 bin, tut mir mein Rücken weh. Habe ich nicht. Ich bin topfit Gesundheit. Und so Zellulitis, Haut, Maut und so ein Scheiß? Tatsächlich, wenn ich... Merkt man da was oder nicht? Also nicht also mit, ich dem merk, aber, nee, mit dem ich Alter. Merk, nicht. Ich merke aber mit dem Alter schon. Ja? Diese Knochenvibes und so. Echt? Ja, ja. Ich nicht. Gerade wenn du so hart trainierst wie ich, okay, so, dann merkst du, dass du nicht mehr so krass schnell regenerierst wie vor 10 Jahren. Ah, okay. Wo ich angefangen habe. Ja. So, weißt du, da habe ich 300 Kilo gerissen und bin nächsten Tag wieder ins Gym gegangen. So. Weißt du so? Heute mache ich zweimal 130 Kilo Kreuzheben, bin erstmal 3 Wochen aus dem Leben gefickt. So. Ich habe das nur mit Alkohol. Wenn ich mal und saufen auch. Wenn ich mal einen trinke, dann bin ich 3 Tage im Arsch. Also der nächste Tag... Vorher war es einfach nur die Nacht und am nächsten Tag bist du wieder fit. Ja, so. Das geht nicht mehr. Ich könnte auch nie wieder 2 Tage hintereinander feiern. So richtig, das geht gar nicht. Nee, mit über 30 ist Katastrophe. Die Knochen-Vibes, Digga. Sie soll mal Outfit zeigen? Was denn das? Die meisten sehen... Miete 460 € in Tulum. Ist das für Langzeitmiete?
Nö, also ich habe keine Langzeitmiete, ich habe zwei Monate oder so und zahle den Preis. Ich zahle Und das ist schon krass für Tulum, ne? Ja, 460. Sehr günstig, sehr günstig. Für die Wohnung hier? Ist cool, ich mag die Wohnung, ich finde auch den Balkon richtig nice. Ich find das voll gemütlich hier, da so ist aufgebaut. Da ist noch ein Balkon im Schlafzimmer. Echt? Ja. Wow, richtig cool, ich mag die Wohnung süß, mega. Ne? Für Tulum hast du einen richtig krassen Preis. Ja, ja. Viele zahlen für ein Zimmer so 1000 oder so. Ja, ja. Ne? Vor allem Gringos. Ja. So. Die weißt zahlen du? Ja auch einfach alles. Mexikaner lachen mich aus. Die sagen, Bruder, bist du behindert? Was ja, zahlst Mexikaner. Du? Ja, Mexikaner. So, ich bin jetzt in der Mitte gerade so, zwischen Gringo und Mexikaner so. Ja. Eigentlich war mein Ziel, die nächste Wohnung, Mexican Prices, 7000 Peso oder so. 7000 Peso, so. Das wäre krass. Ja, das gibt's auch. 200-300 Euro zahlst ja, du dann Miete, gibt's. Bro. Dann, weißt du, dann, ja, ich ist zahl, geil. Ich zahl 400 Euro für drei Zimmer. Also zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Küche mit Wohnzimmer, Balkon. Und ist auch cool, zentral in Cancun. Zwar nicht Hotelzone, aber gut in Downtown. Wie viel? 400 Euro. Geil, das zwei ist Zimmer ist Bombe. Ja. Ist mit Bombe. Wohnzimmer auch. Aber Cancun ist auch günstiger als hier, oder? Ja. Generell. Mhm. Ja. Als Playa auch? Ja. Ich glaube schon, ja? Von der Mietpreis her. Ja, ein Kumpel von mir hat gemeint, der hat für 500 Euro eine richtig fette, geile Wohnung. Mit Pool, Mool und so, dies, das. Ja, ja. Kommt auf die Lage drauf an, so ein bisschen auch, ja. Okay. Aber gibt es auch sehr teure Wohnungen in Cancun. Hier fragt gerade einer, was ich von Stretchmarks halte. Das ist so bei Frauen, ne? Ja, ja, dieses, ich habe es auf jeden Fall auch so ein bisschen, irgendwo hier auch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo habe ich es denn? Hier, glaube ich, so am Arsch hat man es. Also, ja, so eine... Ja, okay. Fuck, ich hab's auf jeden Fall auch. Guck mal, da sieht man nochmal, wie ich gucke. Auf jeden Fall. Ich find's manchmal sogar sexy. Ich find's gar nicht unsexy so. Ich find's gar nicht schlimm. Also ich find's auch nicht schlimm, aber... Das ist echt lustig gewesen gerade. Wie viel kostet ein normales Softgetränk in Tulum? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube für meinen Mountain Dew. 1 Euro oder für meinen Mountain Dew im Chedraui 20, 25 Peso so. 1 ja, Euro, 1 Euro 5. Ja. So. Sowas. Ja, 20 Pesos sind so 80 Cent, oder? 25 ist ein Euro. Ja. Ist genau ein Euro. Ja, so ungefähr. Nee, genau. Nee, ich meinte mit den 80 Cent für, ach so. Für bei 20 Pesos. Ich rechne immer so mit 20 Pesos, versuche ich immer so, weißt du? Ja, ja. So umzurechnen, einfacher. Früher war der Pesos 25 ja. Musst du machen, Viertel. 1 Euro ist 25 Peso. Ja. Immer ein Viertel. Ja, also ich habe da so meine Strategie, wie ich es ganz schnell umrechne einfach. Und dann denke ich einfach, okay, 20 Cent sind ungefähr 80 Cent. 20 Pesos sind ungefähr 80 Cent. Ja. Oder 85 ist auch viel Euro. Einfacher, als wenn man 25 Peso als 1 Euro nimmt, ne? 80 Cent ist natürlich einfacher zu rechnen. Was für mich? Ich hab doch früher war der Peso nicht auf 25, früher war der auf 18, Mann. Mhm. Wo ich hierher gekommen bin, war der Peso auf 18. Nicht 25, der ist voll gestiegen. Gefallen, meine ich. Also für mich gestiegen ist der Wert an Euros, aber für die Mexikaner ist krass. In andere Richtungen schlechter für die. Der mexikanische Peso ist schon sehr weit unten, ne? Ja. Ja. Jetzt ist 25, genau, früher waren es 18, wie gesagt, das ist... Ja, verrückt. Voll. Mhm. Was kostet Zahnpasta in Tulum? Jetzt wollen die uns verarschen. Das sind Fragen, ich weiß das gar nicht. Nein, die wollen uns verarschen. Ich habe auch voll, aber by the way, ich habe wirklich jetzt zum Beispiel so eine Organic-Zahnpasta und die ist schon teuer und kostet 4 Euro. Ja, du zahlst hier für ein paar, also so für so spezielle, ich habe zum Beispiel so, hier sowas zum Beispiel. Das Protein, da zahlst du 1000 Peso. Was ist 1000 Peso? 40 Euro. 40 Euro, Digga. Mhm. Das zahlst du Fake Chicken. Ah, das ist, sowas ist teuer. Das ist teuer hier. 500 Peso. Ja. Ja, fuck. 25 Euro. Auch Lebensmittel. Wenn du Lebensmittel im Supermarkt einkaufst, sind die verhältnismäßig genauso teuer wie in Deutschland. Nee. Doch. Nein. Klar. Also kommt doch an, was du kaufst. Das sagen alle. Zum Beispiel das hier ist deutlich günstiger als in Deutschland. Okay, das Mangos und, okay, und das weiß ich. Erdbeeren, Früchte. Digga, weißt du, wie teuer gefrorene Mangos in Deutschland sind? Bruder. Okay, das weiß ich nicht. Ja, ja, voll. Das kommt ja von hier, deswegen. Ja. Also die pflücken das ja hier. Ja. Quasi. Guck mal, Roomtour von meiner Wohnung kann der Leon mal machen, wenn er bei mir ist. Wenn du mal nach Cancun kommst. Ja, voll. Ja, die, viele sagen auch, macht mal mehr zusammen und so. Ja, vielleicht machen wir das sogar. Wer weiß. Ich komm.
Ja, du musst auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall, ey Leute, bitte überredet mal Leon, dass er bitte, soll ich das trinken? Probier mal. Ist das Vanillegeschmack, ne? Da ist alles drin. Ne, Mango auch. Mhm. Ist gut, ne? Ist geil, ja. Geil. Oder? Mhm. Sehr lecker. Ich bin gerade am Überlegen, noch irgendwo schwimmen zu gehen, kurz. Jetzt? Ja, wo denn? Cenote oder Beach? Cenote. Die Jungs sind drüben, Mitch und so sind in der Cenote. Ach, echt? Ja. Oh, wow. Die haben mir die ganze Zeit gesagt, komm. Ah. Aber ich bin voll im Hustle wieder gerade. Aber ist auch gut, dass du mal Nein sagst. Aber das meine ich. Weißt du, was ich meine? So, kurz nur fahre ich mit dem Scooter so, ey Bro, komm, wir gehen das machen, wir gehen hier machen. Ich komme bei denen zu Hause rein, Digga, drei Leute, jeder dreht gerade einen Joint. Puffen erstmal den Joint, 11 Uhr morgens, so, weißt du? Das ist dieser Einfluss, Digga. Ja, ist so. Auch so. Weißt du? Das ist so, nee, Bro, ich will hustlen. Ja, man muss dann Nein sagen, man muss dann die Entscheidung für sich treffen, dass man sagt, ey, was bringt mir jetzt mehr, wo komme ich näher an mein Ziel ran? Mit der Entscheidung oder mit der Entscheidung? Womit definitiv fühle ich mich besser? Mit der hier. Kannst du kiffen und trainieren? Nee, Digga. Also früher, die ersten Jahre, wo ich angefangen habe zu pumpen, haben wir vor jedem Training einen Joint geraucht. Das war so unser Ritual. Okay. Wir sind zwei Sachen, die ich niemals mehr vom Training machen würde. Wir sind immer einkaufen gegangen, haben uns Brötchen gekauft, haben die belegt mit Wurst und so einen Scheiß gegessen, danach einen Joint geraucht und dann ins Training gegangen. So. Voll dumm, würde ich nie wieder machen. Krass. Erstens mit leerem Magen und zweitens bekifft trainieren, finde ich nicht so geil. Ich muss sagen, hier in Tulum war ich ein-, zweimal bekifft trainieren und es war nicht schlecht so. Das klingt lustig irgendwie. Ja, war nicht schlecht, weil ich bin so ein Typ, ich bin so euphorisch, wenn ich ins Gym gehe. Ich feiere das so krass, das Training, dass ich manchmal zu euphorisch bin. Okay. Ich habe dann Herzklopfen und so und nach einer halben Stunde bin ich schon ausgelaugt, weil ich so, oh, ich muss nächste Übung nehmen. Und wenn ich bekifft da war, ich so, mach mal die Übung so. Aber ich bin sowieso gerade nicht im Kiffen, Digga. Voll gut. Zieht runter hier so ein bisschen. Finde ich gut, dass du das machst, ehrlich gesagt. Mehr Fitness-Motivationsvideos will jemand sehen von dir. Ja, Mann. Ich brauche einen Cameraman. Mach das. Ich kann dir helfen, sagen wir es mal so, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Ja, safe. Würde ich machen. Ich mag eigentlich ja brauche ich auch eine Assistentin. Eine deutsche. Eigentlich war es geil, wo ich habe mit Laura gefilmt auch, eine Freundin von mir, die hat mich dann gefilmt und es war voll geiler Vibe so. Das ein cool. Mädel hinter der Kamera, mit der ich mich gut verstehe, ist eigentlich noch cooler als ein professioneller Kameramann. Weil da entstehen dann so witzige Momente auch. Weißt du, wie ich meine so? Ja. Vielleicht gehe ich nach Cancun und lass mich von Justine filmen und mach wieder Straßenumfragen. Das wäre cool, ein paar Jahren. Das wäre voll nice. Und wir sind voll mobil mit Auto. Wir können auch nach Playa mal fahren oder so. Mal irgendwas, einfach nur zum Drehen, weißt du? Also ich weiß safe, das wäre richtig lustig. Das wäre richtig lustig. Oh shit, John Walker nochmal einen Fünfer dagelassen, Digga. Bester Mann, Bruder. Echt jetzt? Wow. Ja, ja. Der ist ja cool. Du bist voll cool, Mann. Der ist süß. Ich schwöre dir, der ist geil. Das kommt auch aus Herz, ich merke das. Da sagt doch King Kong. King Kong, was für ein Name. That's me. Small talk life with a man. Macht dir Trainieren wirklich auch Spaß oder ist es nur ein oberflächliches Hobby? Mir? Ich liebe das, Digga. Hat er gefragt. Das ist mein Leben. Gym, Fitness, Pumpen, so, boah, Digga. Ich könnte nicht. Also, ich würde lieber auf Toilette gehen verzichten, als auf Training zu verzichten. Ich verstehe das so, aber. Das gehört so krass zu meinem Leben dazu. Ja. Wenn ich eine Woche nicht trainieren würde, ich würde mich fühlen wie der größte Hänger, so. Ich glaube, wenn man da einmal reinkommt und dann auch Resultate sieht, weißt du, das motiviert halt auch mega krass. Und ich glaube, für Leute, die noch nicht gestartet sind, ist es noch so unvorstellbar, weil es am Anfang nicht cool ist. Also ich fange jetzt gerade wieder an, zum Sport zu gehen. Und für mich ist noch Überwindung, bis es zur Routine wird. Dann denke ich auch nicht mehr drüber nach. Das hatte ich halt auch nie, dass ich das brauchte irgendwie. Cool. Aber ich komme halt auch aus dem Sport, weißt du? Mhm. Ich war vorher Hochleistungssportler. Echt? Und du musst halt, ich brauche irgendwas. Oh, ich muss irgendwo diese Energie rauslassen, die ich jetzt bei Leichtathletik und Fußball nicht mehr rauslassen kann, so. Hast du Fußball gespielt? Fußball und Leichtathletik, ja. Oh, wow. Ja, ich war krass. Dann bist du auch Läufer, läufst du. Mhm. Morgen früh ist Running Club, übrigens Mehrkampf. Hier in Ja, aber ich habe dann eine Knieverletzung gehabt und dann deswegen habe ich angefangen mit Fitness. So. Ach so, ja. Ah, du kannst gar nicht mehr laufen. Nee. Ach, scheiße. Nicht mehr so krass. Cancun ist voll Rotze, sagt einer. Echt? Aber dann haben die schönen Orte noch nicht gesehen. Ich höre das halt oft, ne? Ja, weil die das nicht kennen, weißt du? Ich kenne halt Cancun richtig gut. Und man muss Cancun halt mit, wenn man da schon so rangeht, scheiße und alles und nur die Hotel. Also ich habe kein Problem mit Hotel, also mit großen Gebäuden am Strand zum Beispiel. Nee, ans Mike. Also ich zum Beispiel, weißt du, manche fuckt das halt ab, dass da so viele große Gebäude halt am Strand sind. Ich finde es zum Beispiel nicht schlimm.
Mich stört das nicht, wenn ich aufs Meer gucke und es ist einfach türkis und richtig nice und klares Wasser und da ist ein Hotelgebäude hinter mir, finde ich nicht schlimm. Aber es gibt auch in Cancun Orte, wo das nicht ist. Isla Blanca, Isla Mujeres ist nebenan, weißt du? Deswegen, die Leute kennen die Stadt auch nicht, aber ist auch Geschmackssache. Ich würde gerne wissen, wie du es findest. Ist halt nicht so touristisch, wie gesagt, ne? Überall. Warum ist das Internet nicht so gut in Tulum? Ey, ist fucking Dschungel hier, ne? Manche sagen, das wurde halt viel zu schnell gebaut, Tulum. Ist viel zu groß geworden. Ist gar nicht... ja, aber guck dir auch mal die Leitungen hier an und so. Digga, die hängen das hier irgendwo an Kabel, an Baum, Dicker, und dann hier rüber so. Weißt du? Die haben das nicht richtig geplant, weil woanders in Cancun und alles haben wir auch normales Internet. Und das hier ist alles... Tulum ist halt ein Dorf gewesen, ne? Und ich glaube, weil da so viele Leute jetzt hier sind und das ist nicht dafür so schnell aufgebaut wurde. Ja, sagen die Leute deswegen. Ja, hier doch auch. Die Amis sind überall. Ne? Immer mehr, seit Corona und so, mehr Amis auf jeden Fall. Die sind ja alle rübergekommen, ne? Also extrem. Auch zum Leben eigentlich, für länger und so. Mhm. Ja, voll. Ja. Nicht nur Amis. Ja, nicht auch, nur Amis. Auch Europe. Ja, aber vor allem sehr viele Amerikaner in Playa auch. Und ja, ist crazy. Aber ist cool, ich mag das auch. Also ich habe damit gar kein Problem. Ist halt total gemixt hier, ne? Leon, zeig mal deine Brustmuskeln. Geil, ne? Ja. Es ist so schade, Digga. Das wäre eigentlich so ein geiler Stream, einfach ein, zwei Stunden ohne Hänger so zu reden, weißt du? Ja, voll. Hat Justine auch einen Kanal oder Instagram? Justine mit A. Justine. Ich habe alles, Leute. Ich habe alles. Aber ich muss mal aktiv sein. Das ist mein Problem. Ich bin nicht so diszipliniert wie der Leon. Da muss ich mir mal eine Scheibe von dir abschneiden. Ich habe da aber auch schon die ein oder anderen Fails in letzter Zeit gehabt. Also ich war auch nicht immer so, also weißt du? Aber schon cool, dass du immer durchziehst. Ich finde das super. In jeder Lebenslage ist es wichtig. Ob das jetzt Sport ist oder andere Sachen. Egal was. Wenn du am Ball bleibst, dann kannst du immer alles erreichen. Also das glaube ich. Und mir fehlt da manchmal auf jeden Fall die Disziplin. Aber echt, ich werde besser. Ja, aber ich werde besser. Jetzt gerade mit dem Sport hilft mir auch, ich gehe jeden Tag. Wenn ich gehe, dann. Das hat auch einen Einfluss aufs ganze Leben, meiner Meinung nach so. Ja. Also wenn du irgendwo in einer Sache im Leben diszipliniert durchziehst, nicht aufhörst, dann überträgt sich das automatisch auch auf deine anderen Sachen im Leben. So, das weißt stimmt, du? Ja. Das hat mir auch Studium und Fitness, wo ich Studium und Fitness parallel durchgezogen habe, so, das war die heftigste Prägung bei mir so. Weißt du, weil das war so, ich habe zwei Sachen richtig krass durchgezogen, ich habe da in dem Moment habe ich alles durchgezogen, so, weißt du? Ist auch so, weil warum, du hast Erfolgserlebnisse, du nimmst, das Schlimmste ist, wenn du dir was vornimmst, ein Ziel, und du machst es nicht. Du hast dieses Gefühl vom Versagen und dann verlierst du deine Motivation in allen Bereichen. Wenn du aber eine Sache schon richtig durchziehst und dich motiviert fühlst, dann hast du auch Motivation für andere Dinge. Also das ist völlig normal und deswegen so wichtig auch, dass man, wenn man sich schon was überlegt, dann muss man es auch machen, sonst lass es gleich weg. Weißt du, wenn ich schon sage, ich will das, aber dann muss ich es machen, weil sonst werde ich depressiv irgendwie. Ja, ne? ja. Minimum 5-mal versuchen zu spenden und Scheibe von der Wurstet in. Eine Scheibe von der Wurst abschneiden. Wurst. Ich finde das lustig. Du weißt aber, welche Wurst die meinen, ne? Quatsch. Ja, aber das ist doch lustig, weil er schreibt Scheibe von der Wurst und der sagt Wurstet in. Ist doch egal. Weißt du, wie ich meine? Ich finde es lustig. Okay. Bin auch locker drauf, Leute. Gar kein Ding. Wenn ihr hier irgendwas schreibt, mich juckt das gar nicht. Ich bin echt glücklich. Weißt du, ich bin glücklich und zufrieden. Mir ist es egal. Weil ich denke mir immer, wenn Leute so komische Sachen machen oder es auch böse meinen, ich denke immer, es tut mir so leid. Ich wünsche dir echt das Beste, dass du dieses Gefühl nicht mehr in dir tragen Davon musst. Kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Ist so. Nee, weil manchmal regen mich Leute einfach auf, Digga. Und ich würde die am liebsten von oben bis unten beleidigen. Deren Familien, deren alles. Manchmal, aber nur manchmal so. Ich kann das auch oft drüber hinwegsehen, so. Aber manchmal denke ich mir so, oh, du, was denkst du, du bist, wenn du im echten Leben hier wärst, ich würde dir so eine... Und weißt du, wie ich meine? Du bist niemals so... Ich habe halt auch schon öfter gehabt, dass so ein paar YouTube-Kollegen so... wo ich, die offensichtlich im Real Life niemals irgendein Wort sagen würden so und dann im Internet halt voll krass gegen mich schießen so, da kriege ich dann Aggressionen manchmal so, weißt du, das ist aber nicht gut. Das, was du sagst, ist richtig. Fertig aus. Ja, du hast ja auch schon viel mitgemacht, ne? Ja. Habe ich auch viel einfach drauf geschissen so, aber manchmal, weißt du, ich habe auch diese aggressive Ader in mir manchmal so. Ja. Manchmal musst du auch rauslassen. Durchdrehen, man so. Muss auch rauslassen, ist wichtig. Ja, aber ich will, guck mal, das Ding ist, aber musst du nicht online machen, so. Das habe ich auch gelernt. Weil wenn du das online dann rauslässt, weil wenn ich auch in Rage gerate und dann durchdrehe, dann laber ich doch scheiße, so. Ich sag dann einfach irgendwas. Ich will einfach nur meine Aggression rauslassen in dem Moment. Und dann gibt's wieder, und im Internet gibt's dann wieder 100 Leute, die dann wieder 100 Videos daraus machen und dann ist eine Zeit lang im Internet nur noch, wie du durchdrehst, so, weißt du? Scheiße. Muss auch nicht sein, weißt du? Muss nicht sein, aber... Dann lieber rausgehen und boxen.
Ja. So, oder so eine das Sache. Stimmt, oder ja. ins Gym gehen und da einfach alles rauslassen. Mhm. Oder Sex haben. Zum Beispiel. Ja? Ja, doch, hilft mir brutal. Manchmal. Ja, man muss halt seinen Weg für sich finden, aber es ist. Du bist auch nur ein Mensch, weißt du? Kein Mensch hier ist perfekt. Und jeder labert auch mal Scheiße oder sagt mal Sachen, die er eigentlich nicht so meint. Das ist halt so. Leon, schönste Stadt in Deutschland. Mannheim. Ohne Wenn und Aber, Digga. Echt? Ja, muss ich sagen. Okay. Ja. Keine Daten steht da. Da stand eben keine Daten und jetzt sehr gute Verbindung. Okay. Aber Berlin finde ich auch schön. Sagen wir es mal so. Ah, das finde ich cool. Leon, was war deine Hauptmotivation zu Veganismus? Das finde ich cool, die Frage. Hauptmotivation? Gesundheit und Fitness. Also ich war halt auf einem Fitnessfilm so und wollte unbedingt halt gesund sein. Beziehungsweise ich wollte eigentlich nur breit sein, gut aussehen. Und dann haben die Leute, zu denen ich aufgeschaut habe in dem Bereich, angefangen über vegan zu reden, haben gesagt, ist voll gesund, bist leistungsfähiger, kannst sogar noch mehr reißen eventuell. Und dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich gemerkt, was für einen positiven Effekt es auf mich, meinen Körper hat, auf meine Umgebung. Und dann habe ich dann noch mich mehr informiert und habe dann angefangen, auch ethisch-moralische Gründe so mit einzubeziehen. Weißt du, wie Tiere zum Beispiel. Ich habe so eine heftige Liebe zu Tieren aufgebaut. Auch, das ist so wild und ich glaube, es liegt auch mit am Veganismus, so, weißt du? Tiere sind für mich so viel wert, Digga, das ist unfassbar so. Ich weiß genauso. Ist Justin auch vegan? Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, also ich faste regelmäßig und immer nach dem Fasten esse ich erstmal nur vegan. Ich habe schon mal ein Jahr komplett vegan gelebt, dann bin ich irgendwie wieder an dieses ab und zu mal was anderes, weil ich esse auch glutenfrei. Also ich muss gucken, da bleibt dann irgendwann nicht mehr viel. Und vegan, und wenn ich Fleisch esse, also Käse esse ich auch fast gar nicht, und wenn Fleisch oder Fisch, dann nur mal, weil ich vielleicht mal probiere oder so. Weißt du, es ist mir schon mal passiert, dass jemand was gegessen hat und dann habe ich mal probiert oder sowas. Aber es ist nicht mehr so, dass ich wirklich rausgehe und sage, ich will mir jetzt was bestellen oder kaufe mir Fleisch und bereite das zu. Also das ist, aber ich will auch nicht sagen, ich bin vegan. Also ist schwierig. Ich bin da noch so ein bisschen in diesem, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, dass ich auch noch in dieses komplette Vegane komme. Aber was ganz wichtig ist, einfach allgemein, wenn man Fleisch isst, auf jeden Fall nicht dieses Billigfleisch essen. Also das ist das Allerwichtigste für mich, nicht Massentierhaltung unterstützen. Und zum Beispiel, wo ich in Kuba war, da war es ja so, ich weiß nicht, es war irgendwie anders. Die haben ja auch keine Massenprodukte da. Also das war schon ein paar Jährchen her, ne? Vor 3 Jahren, da habe ich jeden Tag Fleisch zum Beispiel gegessen. Und da konnte ich damit irgendwie besser umgehen, aber mit diesen Massenproduktionen, also das finde ich geht gar nicht mehr. Oder verpackte Wurst oder so, weißt du, was ich meine? Das finde ich halt wirklich katastrophal, aber die Leute kaufen trotzdem das Billige, obwohl man in Deutschland schon den Unterschied sieht sogar. Man könnte wählen zwischen Freiland irgendwas und das Billige und die Leute nehmen trotzdem das Billige, das finde ich halt krass. Wo du schon siehst, weißt du, und hier siehst du es ja noch nicht mal so. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich dann voll, warum nimmt man das, dieses Billige, wo man doch weiß, es ist ungesund. Jeder weiß es ja auch. Und jeder würde das hier bestätigen. Ja, wir wissen, es ist ungesund. Aber wir essen es trotzdem, weil es egal. Also das finde ich dann so, Leute, das ist eure Altersvorsorge, also das ist eure, wie sagt man, Versicherung eigentlich. Das ist eure, Versicherung. Ja. Freunde, guck, das geht jetzt hier von, das springt die ganze Zeit. Freunde, ich würde auf jeden Fall, jetzt steht hier sehr gute Verbindung. Küss eure Augen. Liebe geht raus. Ja, so, man versteht 10 Sekunden und dann kackt es rein, Digga. Das ist halt kacke so. Auch jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt so ein paar Highlights von dem Stream hier rausschneiden will. Ich habe ja so einen zweiten Kanal noch, wo ich so Highlights hochlade. Ah, okay. Und dann sind da immer Hänger drin und so, weißt du? Das ist voll scheiße, Digga. Ja. Das ist echt blöd. Naja, Freunde, auf jeden Fall küsse ich euer Herz. Danke fürs Einschalten. Danke, dass du auch da warst, Justine. Ja, danke. Hast mir hier die höchsten Zuschauer im Stream bereitet. Ja, yeah, Mann. Danke auf jeden Fall für alle Leute, die auch ein bisschen Liebe dagelassen haben im Chat, auch spendenwise. Ich küsse euer Herz. Grüße gehen raus an John Walker, Justin und alle anderen. Bleibt so, wie ihr seid. Be unique. Lasst euch nicht unterkriegen. Und ja, Mann, Digga. Behaltet eure Meinung. Egal, wo die aneckt oder nicht aneckt, so. Seid einfach so, wie ihr seid und nicht, wie andere euch haben wollen. Tschüss. Willst du noch Tschüss sagen? Ja. Ja, war auf jeden Fall lustig, muss ich echt sagen. Ich habe das erste Mal jetzt so einen Livestream hier mitgemacht und erlebt. Und richtig cool gewesen mit euch. Also, ich finde die Leute auch mega nice.
muss ich sagen. Was ich so gelesen habe, doch, war cool, war lustig. Lustig. Ja. Meine Leute sind lustig. Ja, Mann, die haben Humor. Versuchen auch immer so witzig zu sein, weißt du, so wie ich damals in der Schule. Ich finde das so geil mit diesen Sachen, weißt du, die Scringe It Out oder keep it real und ja, cool. Ja, war schön auf jeden Fall. Danke für die Unterhaltung hier. Mhm. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Yes, sir. Peace out, motherfucker.